Mach mal frisches Gebäck zum Kaffee dazu. Ne? Ist ganz frisch heute. Vielen Dank. Dankeschön. Also ich an Ihrer Stelle, ich hätte diesen Käsepapier nicht weggeschüttet. Warum? Na, wissen Sie, ich bin nämlich eine große Freundin, eine Anhängerin von der Homöopathie. Aha. Es gibt so viele Naturheilverfahren, womit sich der Mensch helfen kann. Schauen Sie zum Beispiel, wenn Sie, also Zwölffingerdarmgeschwür haben, ja, zum Beispiel, ja, dann ist am besten, Sie trinken frisch gepressten Sauerkrautsaft. Aber da dürfen Sie nichts Gebackenes essen natürlich, nichts Gebratenes, keinen Alkohol und natürlich auch nicht rauchen. Mhm. Aber täglich einen halben Liter bis einen Liter frisch gepressten Sauerkrautsaft. Ja, das ist sehr schön, Frau Nowotny, aber da hat es bei mir eine Schwierigkeit. Ich habe nämlich kein Zwölffingerdarmgeschwür. Aber es ist doch immerhin gut, dass man so etwas weiß. Ja, ich muss nicht alles wissen. Naja, oder zum Beispiel Knoblauch. Wissen Sie, wie wichtig Knoblauch ist, dass man, ja, ja, dass man den, ja, ich meine, nimmt? Weil da finden sich die Partner auch im Dunkeln. Also ich verwende in meiner Küche ja auch sehr gerne Knoblauch, aber der Geruch ist wirklich unangenehm, muss ich sagen. Naja, also das muss man auf sich nehmen. Schauen Sie zum Beispiel, Sie nehmen ein Viertelkilo Knoblauchzehen, ja? Und also Viertelkilo. Ja, und die werden geschält. Und die setzt man in Alkohol so 14 Tage an. Da kriegen Sie eine Tinktur, die hält ein ganzes Jahr. Ja? Ja, ja. Und wenn Sie zum Beispiel Grippe haben, dann nehmen Sie täglich 20 Tropfen davon. Mhm. Und kann man den Alkohol nicht ohne Knoblauch einnehmen? Dann muss man sich ja die Nasen mit einer Wäscheklammer zuklammern, dass man das aushält. Bitte, so eine Kur muss natürlich ein Ehepaar immer gemeinsam machen, denn sonst hilft die beste Wäscheklammer nichts. Ja, wir haben wieder Herrn Primarius Dr. Till Tesarek da. Servus, Till. Wir haben also beide keinen Knoblauch gegessen. Nein, ich, nein, du auch nicht. Nicht. Bist du normal irgendwie einmal ein Knoblauch? Nein. Ich darf nicht, weil wenn ich am nächsten Tag Ordination habe, riecht das schrecklich. Ja, das ist also eine Geschichte. Aber bitte, es ist also sehr schwer, einen Neurologen zu fragen, was er von diesen homöopathischen Mitteln hält. Nicht? Naja, so schwer ist das gar nicht. Mhm. Ich bin überhaupt ein Feind von Streitigkeiten, daher verstehe ich auch gar nicht so sehr die oft sehr emotionell geführten Differenzen zwischen den sogenannten Schulmedizinern und den sogenannten Naturheilkundlern. Denn letzten Endes ist ja doch die sogenannte Schulmedizin aus der Naturheilkunde hervorgegangen. Und wenn man natürlich auch heute durch alle möglichen Massenmedien sicherlich stark beeinflusst oder wie das moderne Wort heißt, manipuliert, gegen die Chemie alles Mögliche einzuwenden hat, so ist ja letzten Endes die Chemie aus der Natur entstanden und benutzt heute als Grundstoffe ja in irgendeiner Form, wenn man weit genug an die Wurzeln zurückkehrt, Naturprodukte als Ausgangsprodukte der sogenannten chemischen Erzeugnisse. Aber es ist doch so, also ich bin ein alter Mann, aber in meiner Jugend war das so, dass man zum Doktor gegangen ist, der hat ein Rezept zusammengestellt, nicht wahr, mit dem es ist bei den Apotheken gegangen und der Apotheker hat das jetzt gemixt. Er hat das aus den verschiedenen Mitteln, also die Arznei hergestellt, die er da gegeben. Ja. Er nimmt das aus einer Lot heraus und gibt es den, ja, Patienten mit und er hat seine Funktion eigentlich fast verloren. Nicht? Er ist ein Verkäufer. Das ist ja zum Teil richtig. Das sogenannte Magistraliter-Rezept, also das ausgeschriebene Rezept, ist außerordentlich selten geworden und ich kann mir vorstellen, dass auch die Apotheker ein bisschen traurig sind, dass sie nicht mehr... Weil sie es gelernt haben. Weil sie es gelernt haben und lernen müssen und können sie ein Wissen, das sie sich angeeignet haben, einfach nicht mehr verwenden. Der Vorteil war natürlich der, dass der Arzt ganz individuell nach seinem besten Wissen und Gewissen für diesen Menschen, für diese Erkrankung, das aufgeschrieben hat, von dem er angenommen hat, dass es ihm nützt. Denn eine Lungenentzündung ist nicht gleich eine Lungenentzündung. Eine Lungenentzündung bei einem schwächlichen Menschen wird mit sogenannten stärkeren Medikamenten behandelt werden müssen, ja, als bei einem, wie heißt es bei uns in Wien, ein Superriegel, der, ja, sozusagen schon genügend eigene Abwehrkräfte, ja, hat, um damit fertig zu werden. Auf der anderen Seite werde ich natürlich heute als Schulmediziner, als moderner Mediziner, eine, um bei dem Beispiel zu bleiben, eine Lungenentzündung nicht mit irgendeinem, liebenswürdig gemeint, Krampeltee
behandeln, sondern wir werden Antibiotika geben. Das ist ja ganz selbstverständlich. Nicht? Aber immerhin ist ja doch in der Bevölkerung der Glaube an die sogenannten Hausmittel, an die homöopathischen Mittel sehr groß. Ja. Und manchmal helfen sie auch. Ich glaube, dass die Homöopathie aber noch heute schon anerkannt ist von der Schulmedizin. Nicht? Ja, ich möchte nicht sagen anerkannt. Ich glaube, man muss wie immer in den Fragen der Gesundheit und des Wohlbefindens den Menschen oder den kranken Menschen, den Patienten, den Leidenden in den Mittelpunkt der Überlegungen stellen. Wenn ein Zustand vorliegt, den ich mit relativ einfachen Mitteln, ist gleich Hausmitteln, behandeln kann. Das heißt, wenn ich mit einem Tee oder einer Salbe oder irgendeinem anderen, einer anderen Maßnahme den Normzustand dieses Menschen erreichen kann, werde ich sicherlich diese relativ einfachen Mittel anwenden. Wenn jemand schwer krank ist und die Gefahr besteht, ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, die Gefahr besteht, dass ich etwas versäume, dass also ich eine Krise nicht in den Griff bekomme, dann muss ich natürlich zum Na gut, aber ganz eine direkte Frage. Also das ist ja gerade bei dir wichtig, bei dir zu dir kommen da sicherlich sehr viele Leute, die sagen, ich leide an Schlaflosigkeit. Ja, ja, und du gibst ihm also eines von den unzähligen Medikamenten, die für diese Zwecke also da sind. Sagst du ihm unter Umständen, sieh, pass auf, trink's am Abend eine Tasse, den und den Tee, dann werden Sie wahrscheinlich ausschlafen. Also, diese Frage ist gerade an mich gestellt, gut. Denn ich sage jedem, bevor ich ihm ein Schlafmittel verschreibe, wenn überhaupt, ich bin ein Gegner von Schlafmitteln, sage ich, versuchen Sie es doch mit jenen Mitteln, die, und hier zitiere ich immer meine Großmutter, mir noch meine Großmutter mitgegeben hat, der berühmte Schlaftrunk, irgendein Heißgetränk, eine Art Baldrian-Tee-Gemisch oder die heiße Milch mit Gott behüt einem Schuss Rum oder Cognac drinnen, langsam getrunken. Das ist ein herrliches Schlafmittel. Also damit haben wir jetzt einmal was erreicht, dass wir aus der Schulmedizin, aus der Neurologen fast einen neuen Homöopathen gebracht haben. Ich danke dir herzlich. Gerne, für die Ausführung.